zu unserem Webinar Tipps und Tricks bei der Konto- und Depoteröffnung von juristischen Personen begrüßen. 80% der Kontoeröffnungen im juristischen Bereich, die uns erreichen, sind nicht vollständig bzw. fehlerhaft. Die Folge: der Kontoeröffnungsprozess verzögert sich. Das wiederum schafft Friktion bei Ihnen, bei Ihren zukünftigen Kunden und natürlich bei uns, weil unser Ansinnen ist es, dass, ja, ich glaube, es ist ein bisschen vermessen, aber schon die Kontoeröffnung, zumindest kein Fest, aber doch ein gutes Ereignis am Beginn einer hoffentlich erfolgreichen Kundenbeziehung ist. Ich freue mich, dass heute unser Leiter des Kompetenzbereiches Firmen und Stiftungen bei uns zu Gast ist, Bastian Eberle. Er wird kurz darauf eingehen, warum juristische Personen für uns so wichtig sind. Zweitens, was die äußeren Rahmenbedingungen sind und die häufigsten Fragen, die uns erreichen, beziehungsweise Dinge, die uns auffallen, die, wenn man sie gleich richtig macht, dann den Eröffnungsprozess beschleunigen. Und dann drittens, es ist auch unsere Aufgabe, als Ihr Dienstleister alles dafür zu tun, damit die Kontoeröffnung von juristischen Personen einfach und für sie möglichst schnell und effizient vonstatten gehen kann. Das werden wir jetzt in der nächsten kommenden kompakten Stunde haben. Das Webinar wird aufgezeichnet. Die Präsentation schicken wir gerne allen, die heute hier im Webinar sind, zu. Das heißt, niemand muss jetzt Verrenkungen machen vom Computer mit irgendwelchen Kamera-Screenshots. Das geht so einfacher und auch schöner. Und Sie können auch sich voll darauf konzentrieren, was Herr Eberle zu sagen hat. Wenn er das nicht beantwortet, was Ihnen als Frage auf der Seele brennt, dann haben Sie die Chance, unten rechts Ihre Frage in den Chat zu geben. Meine Aufgabe ist es, dann dieser Frage Gehör zu verschaffen und wir lassen den Herrn Eberle nicht früher aus dem Webinarraum, bis er jede Frage beantwortet hat oder versprochen hat, nachzuarbeiten, sollte es Dinge geben, die wir aus dem Stegreif auch nicht wissen. Denn, und dann komme ich jetzt wieder zu den 80%, Konto- und Depotöffnungen von juristischen Personen ist verdammt schwer. Ein wirklich komplizierter Vorgang, aber deshalb gibt es ja den Kompetenzbereich, Sebastian. Und du wirst uns jetzt eben sagen, wie man in wenigen Werktagen, so deine Verheißung, zum Ziel, also sprich zur Kontoeröffnung kommt. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt mit uns auch diesem, aus meiner Sicht, aber das muss ich ja fast sagen, interessanten Thema sich zu widmen. Ziel des Ganzen ist, dass wir eben Ihnen auf der einen Seite eben Tipps und Tricks zur Verfügung stellen, aber Ihnen auch, und deswegen jetzt auch mal das ganz wichtig, auch mit Video, Ihnen auch ein Bild dazu zu geben. Sie erhalten im Nachgang auch die Kontaktdaten von mir und meiner Kollegin, um eben hier auch einen direkten Ansprechpartner auch Ihnen bieten zu können, den Sie bei Fragen oder auch bei Problemen oder Hilfestellungen gerne direkt kontaktieren können. Genau. Warum beschäftigen wir als V-Bank uns konkret mit Firmen und Stiftungen? Zum einen geht es darum, das Marktpotenzial, was wir festgestellt haben, ist um das Fünffache höher als bei natürlichen Personen. Was heißt jetzt das? Zum einen haben wir festgestellt, und das ist jetzt auch in Fett markiert, dass eine durchschnittliche GmbH bei uns als V-Bank ca. 2,8 Millionen angelegtes Vermögen hat im Vergleich zu einer natürlichen Person von rund einer halben Million. Deswegen jetzt schon mal hier die erste Kennzahl, fünffach so viel. Aber wenn man sich das auch anschaut, gerade die vermögenden Personen legen ihr Geld gerne im Betriebsvermögen an, hat zum einen gerne auch steuerliche Gründe, aber eben auch, weil da das Vermögen grundsätzlich auch gut verteilt ist. Auch bei Stiftungen fällt uns auf, dass hier das Volumen deutlich höher ist als bei natürlichen Personen. Hier sprechen wir sogar von über dem Sechsfachen. Und hier, auch da ist es so, dass jährlich erstens mehr Stiftungen angemeldet werden, aber auch das Volumen, das durchschnittliche Stiftungskapital einfach auch schon deutlich größer ist als bei natürlichen Personen. Wie
ja, oder woran scheitert es hauptsächlich oder wie können wir das Ganze denn eigentlich besser gestalten? Wir wollen zum einen, bevor wir jetzt auf die Knackpunkte eingehen, erstmal von Ihnen auch wissen, wie viele juristische Personen gewinnen Sie denn mit Ihrem Unternehmen pro Jahr ungefähr auch im Schnitt, um dann im zweiten Schnitt auch zu fragen nach der Rechtsform, um da jetzt auch mal Unterscheidungen rausarbeiten zu können. Gerne, Markus, wenn du mal die Umfrage einblendest. Also wie gesagt, die erste Umfrage, die wir für Sie haben, wie viele juristische Personen eröffnet Ihre Gesellschaft im Schnitt pro Jahr? Wir haben hier mal aus der Erfahrung dessen, was wir so sehen, 4 Cluster im Angebot. Hilft uns auch ein bisschen einzuordnen, wo wir sie abholen dürfen. Das heißt, wie vertraut Sie mit dem Thema sind. Und von daher freue ich mich, wenn Sie kurz abstimmen. Wie gesagt, es wird nicht nachgezählt und Sie müssen da nichts befürchten, sondern Sie können da Ihre Expertinnen und Expertenschätzung gerne angeben. Hilft uns, wie gesagt, auch vielleicht besser zu verstehen, wie wir sie unterstützen können, weil insbesondere dann, wenn es nicht ein regelmäßiger Prozess ist, ist es noch wichtiger, intuitiver mit Erklärungen versehen vorzugehen, damit man dann im Zweifel nicht groß suchen muss, was ist denn das noch mit den wirtschaftlichen Berechtigten oder wer muss denn jetzt bei der Stiftung unterschreiben, dass wir ihnen auch solche Informationen dann an die Hand geben und sie nicht langweilen. Wenn ich das Abstimmungsverhalten so sehe, glaube ich, hat jeder, der mal eine kurze Schätzung hat und abgeben wollte, abgestimmt. Und ich teile mal das Ergebnis. Und ich glaube, eine ganz große Anzahl, also über die Hälfte, die haben 1 bis 10 Eröffnungen. Das heißt, es kommt einmal im Monat vor, eher seltener, aber immerhin ist es doch ein Ereignis, was 2, 3 Mal im Monat vorkommt. Aber die Hälfte, und ich glaube, das ist schon mal ein klares Statement, hat eine Eröffnung im Monat. Und ich glaube, du wolltest noch fragen, welcher Art der Stiftungen, das ist die nächste Frage, nämlich welche Art der juristischen Person ist es denn, wenn sie juristische Personen eröffnen, die sie dann am häufigsten haben? Auch das ist für uns ein wichtiger Indikator. Wir haben ja jetzt, für welche Gesellschaft genau ist unser Online-Onboarding ausgestattet, Sebastian? Die erste Auswahlmöglichkeit, die Kapitalgesellschaften. Genau. Darauf haben wir unseren Schwerpunkt gesetzt, weil wir glauben, das ist das auch, was Sie am meisten haben als Kunden. Gleichzeitig, das Online-Onboarding ist noch nicht zu Ende ausgebaut. Wir sind auch an anderen Gesellschaftsformen dran und da ist es für uns dann auch wichtig zu wissen, wo wir unseren besonderen Augenmerk legen sollten. Also sind es zum Beispiel Stiftungen oder sind es doch Personengesellschaften oder ist es vielleicht doch beides, weil jede dieser Gesellschaften birgt ihre besonderen Herausforderungen. Auch hier, glaube ich, haben schon ganz viele abgestimmt und das ist, wie gesagt, für uns auch ein spannender Fingerzeig und ich würde auch jetzt sagen, dass wir die Abstimmung beenden und ich dann auch die Ergebnisse nochmal teilen. Also ich glaube, die Erstfestlegung war gar nicht, war ganz gut, weil die Hälfte hat genau die Gesellschaftsformen, die wir jetzt schon digital können. Stiftungen sind auch ganz bedeutend, aber dicht gesellt von Personengesellschaften, während Körperschaften, da ist niemand, der hier heute dabei ist. Also von daher sind die nächsten Dinge, die gebraucht werden, Stiftungen und Personengesellschaften. Vielen Dank dafür und ich gehe dann jetzt wieder zurück, Sebastian, in die Präsentation zu den externen Rahmenbedingungen bzw. den Voraussetzungen, die wir im Moment haben und wo wir am Arbeiten sind. Super, danke für die kurze Umfrage und auch Ihre Bereitschaft, daran teilzunehmen. Ja, was merken wir? Was sind externe, aber auch interne Herausforderungen oder auch Rahmenbedingungen, die auf die Kontoeröffnung denn einwirken? Wir haben zum einen das Thema der rechtlichen Anforderungen. Was versteht man darunter? Das ist zum einen das Geldwäschegesetz, zum anderen gerne auch genannt KYC, kenne deinen Kunden. Zum Thema Geldwäsche zählt natürlich auch das Thema Mittelherkunft bzw. das Thema Mittelverwendung. Also wo kommt das Geld her? Wofür wird es verwendet?
Und gleichwohl bedeutet es aber auch, dass die Komplexität zunimmt. Es wurde eine neue Richtlinie erlassen, die EBA-Guidelines. Auch die spielen mit rein, dass man noch mehr wissen soll, beziehungsweise seinen Kunden noch besser kennen soll, um eben das Risiko einer potenziellen oder das Thema Geldwäsche überhaupt ausklammern zu können. Ja, was heißt denn Komplexität? Ja, gerade, wir haben es in der ersten Frage ja auch gesehen, einmal im Monat im Durchschnitt eine Kontoeröffnung für eine juristische Person, da kommt man mit Themen im Zusammenhang, die für, bei einer natürlichen Person nicht zwingend selbstverständlich sind. Da ist jetzt als Beispiel auch zu nennen das Transparenzregister, aber auch das Thema der wirtschaftlich Berechtigte, das geht gemeinsam einher. Da muss man sich damit auskennen oder sollte man sich beschäftigt haben. Aus dem Stegreif ist es gar nicht so ganz selbstverständlich oder auch zu verstehen. Auch ist das Thema, okay, Transparenzregister und hinterlegten Daten mit denen, die auch im Ausweis stehen, nicht immer ganz nachvollziehbar. Und gerade hier steckt ja der Teufel auch gerne mal im Detail. Was auch ein Thema ist, wo es aber auch rechtliche Voraussetzungen gibt, wenn jetzt Legitimationsdokumente eben fehlen oder auch zu alt sind, weil jetzt zum Beispiel auch bei Stiftungen jetzt noch nicht die Möglichkeit besteht, ein öffentliches Register, das Publizitätswirkung hat, einzusehen. Und da sind gerade diese Vertretungsbescheinigungen als Beispiel ja das Legitimationsdokument schlechthin, um überhaupt festzustellen, wer denn jetzt eigentlich die Gesellschaft nach außen hin vertreten darf. Aber, und das ist auch ein Punkt, muss man auch sehr selbstkritisch sein. Es gibt auch Dinge, die von uns gesteuert oder getriggert werden. Zum Beispiel, ich nenne es jetzt bewusst, sehr viele Einzelformulare, die auch, gerade wenn man das eher nicht so häufig macht, doch äußerst verwirrend sein können und da viele Fragen aufwerfen können. Auch ist uns aufgefallen, dass Sie Ihren Kunden sehr, sehr gut kennen. Diese Informationen, die Sie über Ihren Kunden kennen oder Kunden haben, aber nicht immer bei uns ankommen. Also bewusst jetzt auch formuliert, Thema Flüsterpost, dass auf dem Weg vom Kunden zur Depoteröffnung gewisse Informationen mal verloren gehen und die dann auch auf Nachfrage zum Beispiel vorhanden waren. Auch ist uns aufgefallen, dass auch wegen der vielen Einzelformulare, aber eine manuelle Kontoeröffnung immer fehleranfällig ist. Der Markus Kiefer hat es ja auch eingangs erwähnt, 80% erfordern eine Rückfrage. Sehen wir jetzt eben auch, durch dass die Formulare eben manuell befüllt waren, aber auch, weil halt dann zum Teil, weil es so viele Formulare sind, auch mal Unterschriften gefehlt haben. Zu dem Punkt, wer ist denn eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte? Da schweben ja auch immer verschiedene Begriffe im Raum. Was ist denn ein echter, beziehungsweise was ist denn ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter? Wo finde ich den denn überhaupt oder wo finde ich denn, wo sollte der denn hinterlegt sein? Da gibt es verschiedene Quellen und verschiedene Möglichkeiten, ihn zu finden. Zum einen, je nach Rechtsform ist es unterschiedlich. Zum einen kann er in der Satzung stehen. Er kann im Gesellschaftervertrag erwähnt, genannt oder vermerkt sein, in der Gesellschafterliste. Er sollte theoretisch im Transparenzregister stehen, aber er kann auch im Handelsregister stehen. Und alleine jetzt die Anzahl der Quellen zeigt eigentlich schon, dass das Thema nicht selbstverständlich und selbsterklärend ist. Ein echter wirtschaftlich Berechtigter ist grundsätzlich sind alle natürlichen Personen, die mehr als 25% an Kapital- oder Stimmrechten kontrollieren oder eben in sonstiger Weise Kontrolle ausüben können. Gerade aber, wenn es jetzt zwischengeschaltete Gesellschaften gibt, dann kann das schon mal ganz schön verwirrend werden. Und wir möchten Ihnen da einfach auch weiterhelfen. Zum einen gibt es aber auch die Zusammenfassung vom Bundesverwaltungsamt mit Beispielfällen. Das ist der
der Eigentümer oder derjenige, der das Transparenzregister verwaltet und pflegt. Das sind sehr, sehr viele Beispiele ganz gut aufgeführt, um Ihnen da auch ja, für jeden Einzelfall eigentlich auch ein Beispiel zu nennen. Es gibt aber auch Fälle, bei denen gibt es keinen echten wirtschaftlich Berechtigten. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn bei einer GmbH 7 gleich oder 8 gleichberechtigte Gesellschafter bestehen, dann hat keiner über 25% der Anteile und dann ist wiederum der gesetzliche Vertreter, in der Regel der Vorstand oder der Geschäftsführer, als fiktiv wirtschaftlich Berechtigter zu hinterlegen und zu sehen. Darüber hinaus wollten wir jetzt Ihnen einfach auch ein Beispiel zeigen, wie das sein kann auf der nächsten Seite, wer bei einer mehrstufigen Beteiligungsgesellschaft wirtschaftlich Berechtigter sein kann. Im konkreten Fall, sehen Sie meine Maus? Ja. Sehr gut. Gibt es auf der einen Seite die natürliche Person A, als auch die natürliche Person B, die aus verschiedenen Gründen auf die Aktiengesellschaft als Gesellschafter der GmbH einwirken können. Person A hält 100% der Stimmrechte und Person B hat aufgrund Gesellschafterbeschluss ein Vetorecht gegen sämtliche Entscheidungen, sodass beide Kontrolle entweder auf sonstige Weise, Person B, oder aber aufgrund der Stimmrechte auf die Aktiengesellschaft auswirken und da diese mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechte an der GmbH hält, sind beide Personen, Markus, wenn du eine Seite weitergehst, als wirtschaftlich Berechtigte der GmbH, unserem Kontoinhaber, zu sehen und auch im Transparenzregister entsprechend zu hinterlegen. Ein weiteres Beispiel finden wir auf der nächsten Seite. Und zwar, hier haben wir jetzt auch mal bewusst nochmal eine mehrstufige Beteiligung dargestellt. Die GmbH soll unseren Kunden darstellen. Wir haben auf die Person C, die 5% direkt an der GmbH hält. Wir haben die Person B mit 20%, die Person D mit 25%, die Person O mit 35% sowie eine weitere Gesellschaft, die Z GmbH mit 15%, an der wiederum B mit 65% und A mit 35% beteiligt sind. Jetzt die Frage in die Runde, wer ist hier als wirtschaftlich Berechtigter nach dem Geldwäschegesetz zu identifizieren? Das war jetzt eine rhetorische Frage oder sollen das jetzt die Teilnehmer in den Chat schreiben? Beides ist möglich. Ich hätte es als rhetorische Frage gesehen. Markus, wenn du auf die nächste Seite gehst, haben wir es mal zusammengetragen. Wir haben zum einen die Person O mit 35%, also mehr als 25. Betonung liegt auf mehr, also 25,01 der Anteile, sowie B hat direkt 20, sowie indirekt, weil sie die Mehrheit an der Z GmbH hält, 35% und dadurch sind sie zusammen jeweils aufgrund der Anteile O mit 35 und auch B mit 35 zusammengerechnet als wirtschaftlich Berechtigte der GmbH zu sehen. Was ist eigentlich mit D? Die hat doch auch 25% und... Richtig, durch das, dass sie genau 25% hat und nicht 25,01, ist sie nicht als wirtschaftlich Berechtigte nach dem Geldwäschegesetz zu sehen. Wichtig ist, größer als 25. Also nicht größer gleich. Nein, größer, richtig. Vielen Dank für deine Frage. Ja, Kapitalanteile ist das eine, aber es gibt ja auch Beispiele, wie jetzt zum Beispiel bei Stiftungen. Da haben wir jetzt nicht zwingend Kapital- oder Stimmrechte, die auch angegeben sind. Hier greifen dann eben nicht diese 25%-Regelung, sondern hier sind andere Themen wichtig. Da wurde auch extra Absatz im Geldwäschegesetz dem Thema gewidmet. Hier ist es entscheidend, wie es in der Satzung geregelt ist. Zum einen können es Begünstigte sein, bei einer Familienstiftung zum Beispiel. Es sind aber auch immer die Vorstände der Stiftung wirtschaftlich Berechtigte. Der Treuhänder, Verwalter oder die Protektoren können wirtschaftlich Berechtigte sein, wenn es welche gibt. Wenn es jemanden gibt, der Entscheidung oder Kontrolle auf die Vermögens- und Ertragsverteilung nehmen kann, könnte der wirtschaftlich Berechtigter sein.
genau, letzter Punkt ist, habe ich gerade schon beantwortet, jetzt war ich schon einen Schritt schneller. Genau, also das heißt auch hier, es liegt immer im Detail der Satzung, wo man wirklich auch genau lesen muss, ob jetzt jemand als Begünstigter eben vermerkt ist, eine Person, oder ob es gegebenenfalls ausgeschlossen ist, dass der auch einen Rechtsanspruch zum Beispiel hat. Aber da gerne kommen Sie auch direkt auf mich oder meine Kollegin mit zu. Wir haben zusätzlich extra eine Rechtsanwältin, die uns in diesen Fragen da auch zur Verfügung steht, um da auch schnell und ganz einfach eine Antwort auch liefern zu können. Sobald wir den wirtschaftlich Berechtigten identifiziert haben, müssen wir dann natürlich noch schauen, stimmt denn auch unsere Erkenntnis mit dem, was im Transparenzregister ist, überein. Und da ist nicht immer alles so einwandfrei, beziehungsweise gibt es halt auch gewisse, ja, zum Teil auch kleine, marginale Abweichungen, die wir aber trotzdem, und da wirkt auch darauf ein, dass es eine Verschärfung oder eine Nachschärfung der Hinweise vom BVA gab, mit rein. Das ist zum einen, dass die Daten des wirtschaftlich Berechtigten exakt übereinstimmen müssen. Also es bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel im Ausweis der Wohnort Neuburg an der Donau ist, dann muss auch im Transparenzregister Neuburg an der Donau stehen. Und es reicht nicht, dass es nur mit Neuburg vermerkt wurde. Auch sind zweite Vornamen mittlerweile verpflichtend zu hinterlegen und führen, wenn es eben nicht der Fall ist, dazu, dass der Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz auch eine Unstimmigkeitsmeldung veranlassen muss. Wer ist denn überhaupt Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz? Das sind, wenn ich so in den Teilnehmerkreis schaue, wir alle, weil jeder nach dem Paragraph 2 im Geldwäschegesetz irgendwo als Verpflichteter mit einer BaFin-Lizenz oder auch als Finanzdienstleister zu sehen ist und damit auch diese Pflicht, es zu überprüfen, beziehungsweise den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln, erfüllen muss. Was auch noch beim Transparenzregister zum Tragen kommt, ist, bisher gab es die sogenannte Meldefiktion. Diese besteht seit dem 01.01.2023 nicht mehr, sodass jede juristische Person auch im Transparenzregister eingetragen sein muss und auch da dazugehörig die richtigen wirtschaftlich Berechtigten genannt sein müssen. Im Zweifel bleibt festzuhalten, dass das Ausweisdokument das Transparenzregister schlägt, bedeutet also, das, was im Ausweis steht, gilt und ist auch als richtig anzusehen. Also das heißt, wenn im Transparenzregister als Wohnort Neuburg steht und im Ausweis Neuburg an der Donau, muss bei uns im Antrag Neuburg an der Donau rein. Genau, beziehungsweise auch das muss dann auch ins Transparenzregister rein. Ja gut, das ist ja dann Aufgabe nicht desjenigen, der das Konto eröffnet, sondern der Gesellschaft. Richtig. Beziehungsweise wir würden halt dann, wenn es eben nicht übereinstimmt, eine Unstimmigkeitsmeldung abgeben. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass der Inhaber vom Bundesverwaltungsamt angeschrieben wird und darauf hingewiesen wird, dass es eine Unstimmigkeit seiner gemeldeten Daten gibt und er aufgefordert wird, diese oder dazu Stellung zu nehmen. In diesem Schreiben wird leider auch gleich ein Verwaltungsakt mitgenannt, wo es zu einer Androhung einer Geldstrafe oder Geldbuße kommen kann. Also in dem Fall wäre es gut, wenn der Vermögensverwalter seinen Mandanten darauf hinweist, dass er es selber tut. Ja, genau. Das wollen wir eben auch und deswegen machen wir diese Meldung eben auch nicht sofort, sondern halten immer auch Rücksprache mit dem Vermögensverwalter, um eben hier auch die Unstimmigkeitsmeldung nur in Absprache eben zu machen, beziehungsweise die Möglichkeit zu geben, dass es nicht durch uns erfolgt. Mhm. Sehr schön. Genau, wir haben jetzt noch zwei Beispiele mitgebracht, wo eben genau hier auch Unterschiede hervorkommen können. Zum einen ein Beispiel, wie es im Transparenzregister eingetragen sein kann. Wir haben hier die Muster GmbH in Musterhausen mit dem wirtschaftlich Berechtigten, dem Michael Mustermann. Er ist eingetragen aufgrund der Kapitalanteile mit einem Anteil von 100%. Bei uns zum Beispiel in den Kontoeröffnungsunterlagen konnte es dann schon das ein oder andere Mal auch vorkommen, dass
ja, das Kreuz, sei jetzt mal falsch gesetzt wurde und angegeben wurde, dass es eben keinen wirtschaftlich Berechtigten gibt. Das wiederum würde jetzt zu einer Rückfrage kommen, ob jetzt einfach nur das Kreuz versehentlich falsch gesetzt wurde oder ob dem Vermögensverwalter Ihnen neue Informationen vorliegen, die eben dem Ganzen oder die jetzt aktueller sind, wie jetzt die Eintragungen zum Beispiel. Wir haben eine Nachfrage bekommen, diese Abfrage am Transparenzregister, wann muss die erfolgen? Muss das der Vermögensverwalter machen, bevor er die Kontoeröffnung einreicht, oder kann auch ex post geprüft werden? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist eine Frage, die uns im Vorfeld erreicht hat. Ist denn geplant, dass vielleicht mal das Transparenzregister und Handelsregister angeschlossen wird an das Online-Onboarding, sodass dann nicht mehr der Vermögensverwalter die Daten ziehen muss, sondern dass das integriert wird in den Eröffnungsprozess? Sehr gute Fragen. Zur ersten Frage. Also grundsätzlich muss die Identifizierung oder ja doch die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung erfolgen. Also das heißt eigentlich mit Eröffnung des Kontos. Es heißt im Gesetzestext auch unverzüglich. Wir nennen gerne da eine Woche Frist, weil wir sagen, gut, unverzüglich ist halt schwierig einzuhalten. Um jetzt aber auf die Frage zu antworten, ja, eigentlich bei Kontoeröffnung muss es. Also du musst weiterreden, weil die Leute glauben schon, sie hören dich nicht mehr. Ich passe schon auf die Fragen auf, Sebastian, weil wir haben einen sehr aufmerksamen Zuschauer, der hat festgestellt, also dieser Eintrag ist auch schon sowieso falsch, weil links steht ja, es ist anzugeben, Nachname, Name und Titel. Und eigentlich müsste ja hier stehen Mustermann, Michael und nicht Michael Mustermann. Also ohnehin sollte man hier in dem Fall mit dem Transparenzregister reden. Sehr gut. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das hatte ich jetzt manuell überschrieben, wie man vielleicht sehen kann, und auch mir passieren Fehler. Ja. Der zweite Punkt oder die zweite Frage. Wir haben hier, wie gesagt, sehr aufmerksame dann Zuschauer, und von daher freuen wir uns schon auf die nächste Kontoeröffnung. Genau, um jetzt auf die zweite Frage noch einzugehen. Die ist übrigens auch fehlerhaft, also nur für den Hinweis. Also unser Kollege war konsequent falsch. Soll auch vorkommen. Zweite Frage, die jetzt noch offen war und ich noch nicht beantwortet hatte, war Anschluss Handelsregister und Transparenzregister an das Online-Onboarding. Ja, da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran. Es ist angedacht, deswegen jetzt noch angedacht, dass wir das Ganze zum Ende des ersten Quartales auch live schalten können, sodass Ihnen dann... Reden wir über dieses Jahr oder 2026? Nee, 2024, dieses Jahr. Gut. Aber wir werden Sie da auch frühzeitig darüber informieren, und ich würde auch im späteren Verlauf des Webinars nochmal kurz darauf eingehen, was wir denn alles auch vorhaben. Aber ja, ist angedacht. Und jetzt das zweite Beispiel aus dem Transparenzregister. Auch hier zweites Beispiel, eben wieder der Michael Mustermann in der Reihenfolge verkehrt rum, Nachname, Vorname, ist wirtschaftlich berechtigt mit 100%. Aufgrund der Kapitalanteile. Jetzt bei uns auf den Einzelformularen kam es durchaus auch mal vor, dass er mit seiner Frau jeweils oder beide Anteile an der Firma hatten und als beide wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren waren, was wiederum zu einer Rückfrage führt, was denn nun richtig ist. Von dem her auch da. Dann haben wir noch mal eine Frage. Sebastian, wie gesagt, ich schaue schon auf die Fragen, keine Sorge. Ja, sehr gut. Und zwar mit dem Ausdruck Transparenzregister. Also wir haben gelernt, das muss vor der Kontoeröffnung erfolgen. Aber wer macht das? Muss ich zu meinem Kunden sagen, lieber Kunde, gib mir mal deinen Ausdruck aus dem Transparenzregister. Muss der Vermögensverwalter das machen oder tun wir das? Also grundsätzlich ist es, sind die Verpflichteten dazu, verpflichtet, es einzusehen, also das heißt auch der Vermögensverwalter. Wir tun es aber spätestens, sobald uns die Kontoeröffnung vorliegt. Also das heißt, man könnte sich darauf verlassen, dass dann die Rückfrage von uns kommt. Bestenfalls, damit die Kontoeröffnung auch so reibungslos wie möglich funktioniert, holen Sie sich im Vorfeld bereits einen Auszug ein und gleichen das mit Ihren Erkenntnissen ab, ob das jetzt auch übereinstimmt.
Ja. Dann eine Frage mit der Unstimmigkeitsmeldung. Du hast ja gesagt, es wird in Absprache mit dem Vermögenshalter gemacht. Wir wollen ja da keinen hinhängen. Und Schreiben mit Aufforderung und Bußgeldandrohung ist immer unästhetisch. Aber die Frage ist jetzt, wenn jetzt ich eine Eröffnung habe, wir stellen eine Unstimmigkeit fest und der Vermögenshalter sagt auch dem Kunden Bescheid und er sagt auch hier, guck mal, ich habe schon die Änderungsmeldung ans Transparenzregister gemacht. Wie läuft es dann ab? Könnten wir auch sowas dann schon mit dem Haken versehen, dass wir sagen, okay, dann läuft ja alles schon und nichts passiert? Richtig. Also zum einen muss man also schon, sage ich jetzt mal, ein bisschen abwägen und unterscheiden. Nicht jede Unstimmigkeit oder nicht jeder Fehler führt auch dazu, dass wir das Konto nicht eröffnen können. Wenn jetzt in dem angezeigten Beispiel der Michael Mustermann auch eingetragen ist, der Grund eventuell der falsche ist, oder aber jetzt der Wohnort, das Geburtsdatum oder jetzt auch der Name nicht hundertprozentig übereinstimmt, dann ist jetzt das kein Grund, dass wir das Konto nicht eröffnen, weil wir konnten ja auch den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Sollte das jetzt gravierend abweichen, dass jetzt eben die Marion Mustermann der wirtschaftlich Berechtigte ist und im Transparenzregister ist was anderes eingetragen, dann wäre das schon ein Thema, wo wir uns nochmal unterhalten sollten. Sobald das der Kunde aber auch die Änderungsmitteilung uns einreicht und die dann eben mit unseren Erkenntnissen übereinstimmt, ist es für uns erledigt. Gut. Dann nochmal zur Wiederholung. Also mit dem Transparenzregister, wer es sehen muss, weil da haben wir nochmal eine Nachfrage. Es empfiehlt sich, dass das der Vermögenswalter entweder selber zieht oder vom Kunden sich holt. Er ist auch dazu verpflichtet, um eben zu vermeiden, dass wenn wir es im zweiten Schritt tun würden und dann eben solche Unstimmigkeiten, wie gerade besprochen haben, feststellen, das gibt dann eine unnötige Rückfrage. Also schon allein aus diesem Grund ist es gut, der Verpflichtung als Vermögenswalter das Transparenzregister anzufordern oder selber zu ziehen, dass man das tut, weil es beschleunigt den Eröffnungsprozess. Bürokratisch und gesetzesmäßig ist es im Paragraph 2 des Geldwäschegesetzes vermerkt, wer Verpflichteter nach deren Definition ist. Sind in Summe, ich glaube, 17 verschiedene Ausprägungen. Dabei, glaube ich, findet sich jeder irgendwo auch wieder. Ja, okay, dann ist es ja fast so wie Team. Ja, jeder denkt, der andere macht es, nur nicht ich. Aber wie gesagt, ich glaube, allein schon der praktische Nutzen, dass eben Nachfragen vermieden sind und wie ich dich verstanden habe, sind das mit die häufigsten Gründe, die zu Nachfragen führen, um die im Vorfeld abzubrechen, abzuwehren, hilft es eben, hier entsprechend das Transparenzregister zu ziehen. Und wie gesagt, wenn ich dich weiterhin richtig verstanden habe, sind wir auch dabei, einen direkten Anschluss zu machen, sodass ja dann über die Online-Onboarding-Strecke quasi nur noch ein Klick ist. Genauso in die Richtung soll es gehen. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu dem Punkt, wie wir Sie dabei auch unterstützen wollen, dass dieses Erlebnis auch ein entsprechend positives sein wird. Zum einen, Sie sehen es hier, wie viele Formulare denn bisher erforderlich waren, um ein Konto für eine AG, eine GmbH oder auch eine UG bei uns eröffnen zu können. Und auch das, was wir jetzt schon umgesetzt haben, aber auch noch auf die anderen Rechtsformen umsetzen wollen. Bisher waren es 13 Formulare, ich glaube mit 15 oder 14 Unterschriften, die erforderlich waren, um ein Konto für die GmbH zu eröffnen. Jetzt sind es nur noch zwei, also maximal zwei Formulare. Sie sehen auf der linken Seite oder auf der rechten Seite das linke Bild, den Kontoeröffnungsantrag und wenn erforderlich, komme ich später auch noch drauf, das W8 BEN-E für die Gesellschaft können wir aber gegebenenfalls auch abkürzen. Darüber hinaus, neben dem, dass wir jetzt die Formulare einschränken oder eindampfen wollen für Sie, haben wir auch eine digitale Antragsstrecke, unser Online-Onboarding für juristische Personen entwickelt und hier für AGs, UGs und GmbHs bereits umgesetzt. Hier ist mal der schematische Aufbau an Informationen, die wir in dem Zuge abfragen, verarbeiten und Ihnen dann am Schluss auch zur Verfügung stellen, sodass dann, wenn Sie alles ausgefüllt haben, im besten Fall alles grün ist,
auch eine vollständige Kontoeröffnung möglich ist. Wir haben hier eine fachliche Nachfrage. Ja. Es gibt ja unter dem Punkt 2 Kennzahlen zur Gesellschaft. Ich lese mal kurz vor. Auf welchen Grundlagen basieren die Pflichtfelder zu den Kennzahlen der Gesellschaft? Unser KYC-Beauftragter ist der Meinung, dass folgende Daten keinen Mehrwert bieten. Stammkapital, Bilanzsumme, Stichtag. Kann man nicht Felder, sozusagen Pflichtfelder markieren, die wirklich sein müssen und Felder, die vielleicht ganz nett sind, aber ja, nicht gefordert sind, unterscheiden? Findige Vermögensverwalter oder Finanzdienstleister haben auch schon festgestellt, dass wir in dieser in der digitalen Antragsstrecke 3 Stufen auch unterschieden haben. Zum einen die tatsächlich elementaren Informationen, die überhaupt erforderlich sind, damit man diesen Antrag überhaupt drucken kann, hat auch bewusst einen Hintergrund, dass wir die zwingend brauchen. Dazu gehören neben den Angaben zur Gesellschaft auch, wer ist denn wirtschaftlich Berechtigter zum Beispiel. Dann gibt es aber noch Informationen, die sind wichtig, aber verhindern jetzt zum Beispiel nicht, dass der Antrag erstellt werden kann. Hintergrund ist, hinter diesem kompletten digitalen Antrag steckt ein sogenanntes dynamisches PDF, wodurch gewisse Informationen erst einmal überhaupt abgefragt werden müssen, um dann auch das richtige Ergebnis zu gelangen. Um auf die Frage jetzt bezüglich Stammkapital bzw. Bilanzsumme und Umsatz einzugehen, das greift nicht zwingend oder es greift nicht auf das Geldwäschegesetz zurück, sondern hier greifen andere rechtliche Regularien mit rein, die wir momentan nicht anders da ab- oder sicherstellen können, um dann nicht gegebenenfalls doch darauf zurückgreifen zu müssen. Und zwar ist es das Thema Anacredit, also die Anacredit-EU-Verordnung, die da einhergreift. Derjenige, der da sehr tief im Thema drin ist, weiß, es bezieht sich eigentlich ausschließlich auf Kreditengagements. Durch das, dass aber theoretisch ein Konto von heute auf morgen bei uns überzogen sein könnte, müssen wir diese Daten vorrätig halten für den Fall der Überziehung. Und deswegen müssen wir sie im Vorfeld abfragen. Also das heißt, die Antwort für den KYC-Beauftragten ist, für KYC hast du recht, aber es gibt noch andere Rechtsnormen, die wir hier gleich mit erschlagen, weil ich in meiner Anlagestrategie will vielleicht auch mal ein Leverage setzen oder Ähnliches machen oder ein Lombard ziehen und dann haben wir die Daten, die wir dann fürs Kreditengagement brauchen. Richtig. Mhm. Dann hattest du noch was gesagt zum B8. Ben, willst du noch was sagen? Weil das war auch eine Frage, die uns im Vorfeld erreicht hat. Reicht es, wenn ich einen Kunden habe mit mehreren Depots, wenn ich das einmal mache oder muss ich das pro Depot machen? War hier die konkrete Frage. Auf die Frage direkt einzugehen, es reicht pro Person, aber wir gehen gerade noch einen Schritt weiter. Das bedeutet, das B8 oder B9-Thema ist für uns ein sehr, sehr anstrengendes und zum Teil auch sehr leidiges Thema. Ich denke, da geht es Ihnen ähnlich. Wir haben das momentan, jetzt hole ich ein bisschen aus 2 Gründen eingeholt. Zum einen, weil wir bisher in unseren doch 13 Formularen es noch nicht geschafft hatten, die Frage zum FATCA-Status mit zu integrieren. Und wir das mittels des W8-BEN-E eingeholt haben und zum anderen den QI-Status hier auch gleich mit erschlagen haben. Um was geht es hier? Zum einen um das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA, das wir dann immer brauchen, wenn US-Wertpapiere gekauft werden. In Verbindung eben mit dem FATCA-Status sind wir gerade am Klären. Den FATCA-Status werden wir anderweitig abfragen, sodass dieses W8-Formular, W8-BEN, BEN-E oder auch W8-IMI nur noch dann erforderlich sein wird, wenn eben Ihr Kunde US-Wertpapiere kaufen möchte oder gekauft hat, um eben den QI-Status auch abzuwickeln. Bedeutet für die Mehrheit Ihrer Kunden wahrscheinlich, dass Sie das W8-Formular nicht mehr einreichen müssen. Ich gehe davon aus, dass es für uns alle eine deutliche Erleichterung bringen könnte. Gut, dann drücken wir uns da die Daumen, weil es wurde zum Beispiel auch gefragt, wie fülle ich denn das W8-IMI richtig aus? Ich weiß nicht, gibt es da ein paar allgemeine Tipps? Und ansonsten kann man ja auch
den Hinweis aufgreifen, den du gegeben hast, denn dafür bist du, ist die Michaela, ist euer Team ja da, dass man dann im Vorfeld auch mal schnell anrufen, eine E-Mail schreiben kann und sagen kann, ich bin hier jetzt gerade dran an einer Stiftung oder an einer GmbH und was genau soll dahin, dass ihr ja dann auch schon im Vorfeld dabei helft, wie die Formulare richtig zu befüllen sind. Ja, absolut. Also jederzeit gerne. Dafür sind eben wir auch da, um Ihnen da auch weiterzuhelfen. Dann wurde gefragt, wie geht's weiter? Also was kommt noch? Gerne, bevor wir auf die Frage, wie geht's weiter, eingehen, würde mich jetzt aber persönlich nochmal interessieren, ob Sie denn auch unsere digitale Antragsstrecke schon mal genutzt haben. Wenn ja, wie oft? Dafür haben wir auch nochmal eine kurze Umfrage vorbereitet. Wer von Ihnen die schon mal genutzt hat, das interessiert uns natürlich auch sehr. Wir hoffen natürlich, dass es schon einige getan haben. Die sind übrigens herzlich eingeladen, uns auch mal eine Rückmeldung individuell zu geben über den Key-Account-Betreuer oder Key-Account-Manager, weil diese Online-Onboarding-Strecke ist ja noch nicht zu Ende. Ihr entwickelt die ja dauernd weiter. Und wer sie noch nicht genutzt hat und sagt, vielleicht brauche ich doch noch mal eine Einführung, auch dafür steht der Sebastian mit seinem Team gerne zur Verfügung, aber auch Kollegen wie die Janine Maschke oder die Sabine Geipel, die sind da Vollprofis und helfen Ihnen da auch sicherlich sehr, sehr gerne weiter. Dann schauen wir mal. Also ich glaube, jeder, der abstimmen wollte, war schon mit drin. Und ich teile mal die Ergebnisse. Also ich glaube, wir haben noch viel zu tun, weil es gibt noch viele, die das noch nicht kennen. Es gibt aber auch schon viele, die es gewusst haben. Und es gibt auch ein paar Power-User. Also da sind wir besonders froh, wenn Sie uns mal eine Rückmeldung geben, wie Ihnen die Strecke gefällt, wo Sie Verbesserungen sehen, damit wir die in die Weiterentwicklung des Online-Onboardings anbringen können. Und damit bin ich jetzt aber bei der Ausblicksfolie, wenngleich wir haben noch eine Frage bekommen, beziehen sich die W8-Formulare nur auf Einzeltitel oder auch auf Fonds und ETFs? Je nachdem, wo das, Wertpapier emittiert wurde, hat es eine US-Wertpapierkennnummer, ja, im Zweifel. Und da muss ich jetzt mich oder uns auch rausnehmen, kann diese Frage Ihr steuerlicher Berater beantworten? Weil wir dürfen da jetzt nicht steuerlich beratend tätig sein. Also ist dann abhängig von der steuerlichen Ansässigkeit und das muss der Steuerberater wissen. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage. Das auch hier für die Feinheiten. Beispiel Transparenzregister, müsste im Transparenzregister nicht 100,00% stehen? Also immer zwei Nachkommastellen. Und ist da nicht auch schon ein fehlerhafter Eintrag, wenn da 100 nur steht? Gute Frage. Ich muss jetzt gerade auch selber kurz überlegen. Wichtig ist es bei den, also wenn jetzt jemand genau 100,00 hat, dann ist es meines Erachtens egal, aber würde ich gerne nochmal nachlesen und auf Nummer sicher gehen. Wichtig ist es, wenn eben der Anteil unter 100% ist. Also das heißt, wenn einer 80, dann sind die zwei Nachkommastellen auf jeden Fall relevant. Ob das jetzt aber bei 100,00 ist, würde ich lieber nochmal mitnehmen und dann im Nachgang nochmal melden. Super. Dann vielleicht, das war auch eine Frage im Vorfeld, gibt es denn neben dem Online-Onboarding mit den Hilfestellungen auch so eine kleine Handreichung, Checkliste, die man zur Verfügung stellen kann? Im Rahmen des Online-Onboardings für diejenigen, die es schon genutzt haben, beziehungsweise auch als Werbung für diejenigen, die es noch nicht genutzt haben, gibt es am Ende bei den Dokumenten eine Übersicht an Dokumenten, die noch fehlen, beziehungsweise an Informationen, die noch fehlen. Gleich das Ganze als Hilfestellung für die weiteren Rechtsformen gibt es bei uns im Formularcenter, kann ich aber auch gerne für jede Rechtsform auch im Nachgang an das Handout noch mit dranhängen und auch noch mit verschicken. Das wäre ganz schön, weil dann können wir ja schauen und auch bei der Vorstellung des Online-Onboardings haben wir auch ein paar Fragen und Antworten gesammelt gehabt. Also das können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Dann haben wir eine Frage bekommen, wenn ich jetzt, du hast es eben erzählt, nicht alles muss man ausfüllen.
Also das heißt, man kann das Online-Onboarding ausfüllen und ausdrucken, auch wenn nicht alle Felder befüllt sind. Frage 1. Frage 2, die ich hätte, ist, wenn ich jetzt, also ich bereite das vor im Büro, gehe zum Kunden und der erzählt mir noch eine Information, ich schreibe das mal schnell handschriftlich rein. So, muss ich das online nachtragen? Zweite Frage. Und die dritte Frage ist, wenn das ja alles online ist, reicht es dann einfach nur in die Post zu schmeißen oder geht das alles voll digital? Beziehungsweise, wenn ich nur in die Post schmeiße und es digital nicht abschließe, bleibt dann was hängen? Also drei Fragen. Wann kann ich ausdrucken? Was ist, wenn Informationen nachkommen? Und wie brauchen wir es? Per Post, digital, beides, vielleicht noch in der Schleife? Also die Schleife nehmen wir sehr gerne. Also ja, die Version digital mit Papier soll schon übereinstimmen, weil in einer weiteren Ausbaustufe werden wir die digitale Version als die richtige Version ansehen. Das bedeutet, diese Version wird dann auch für uns die sein, die wir übernehmen, weil wir dazu übergehen wollen. Das, glaube ich, ist auch eine der Fragen gewesen, dass wir Kontoeröffnung möglichst komplett digital umsetzen. Da wollen wir natürlich auch Anreize schaffen, dass derjenige, der es digital einreicht, ja halt auch gewisse Vorzüge erhalten wird. Dann eine Frage haben wir gestellt hier, wie die Online-Onboarding-Strecke aussieht. Ist sie konzipiert, dass Berater und Kunde sie gemeinsam machen oder kann man auch den Kunden alleine dahin schicken? Und vielleicht auch da die Einladung, mit dem Key-Accounter zu sprechen. Wir führen Ihnen das gerne auch mal individuell vor, damit Sie es gesehen haben. Aber allgemein ist das etwas, wo man dem Kunde sagt, guck mal, da log dich ein, füll schon mal aus oder macht das der Vermögensverwalter? Macht ausschließlich der Vermögensverwalter dadurch, dass der Zugang über einen SSO gesichert ist und dazu nur Vertragspartner Zugriff haben und da auch einen extra Zugang benötigen. Dann zwei weitere Fragen. Kann ich Legitimationsunterlagen gleich mit hochladen? Und wie lange schätzt du, brauche ich, wenn die Daten vorhanden sind und es jetzt nicht gerade so eine große Rechenaufgabe ist, den wirtschaftlich Berechtigten auszurechnen? Wie lange, glaubst du, braucht man für das Online-Onboarding? Erste Frage, Unterlagen Dokumente hochladen. Momentan nein, wird aber auch in der künftigen Ausbaustufe nicht erforderlich sein, weil durch die Anbindung an eine externe Auskunftei wird das gleich mit abgewickelt, sodass wir, und das kommen wir jetzt eigentlich auch schon passend zum Ausblick. Aber darf ich kurz nachfragen? Ja. Wir haben ja gelernt, im Zweifel schlägt das Ausweisdokument das Transparenzregister. Wie ist denn das dann mit dem Ausweisdokument? Gehen wir zuerst auf die Registerunterlagen der GmbH ein. Diese werden wir durch die Anbindung einer externen Auskunftei direkt mit abrufen und auch in die Onboarding-Strecke mit reinladen. Bedeutet, die meisten Angaben werden da bereits, wenn die Firma identifiziert wurde, also richtig erkannt wurde, dass wir diese Firma eröffnen möchten, bereits von uns vorgeschlagen werden. Das bedeutet zum Beispiel, ich suche nach der Eberle GmbH. Wenn ich die richtige Firma identifiziert habe aufgrund Handelsregisterdaten, wird es so sein, dass die meisten Angaben bereits vorgeschlagen werden und ich diese nur noch bestätigen muss. Was dann auch zur nächsten Frage führt, wie lange brauche ich dafür? Jetzt, je nachdem, wie geübt Sie sind, würde ich sagen, maximal eine halbe Stunde. Künftig soll das Ganze aber dann schon nochmal um gut 10 Minuten schneller gehen. Je nachdem, weil wenn die ganzen Angaben bereits vorbelegt sind, sollte es nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Um auf die letzte Frage von dir auch einzugehen, Ausweisdokumente. Ja. Auch hier sind wir im Austausch, steht jetzt noch nicht auf der Folie, weil das noch so ein heiß oder so ein neues Thema jetzt auch ist, wo ich am Montag erst wieder einen Erstkontakt auch haben werde, dass wir hier die Ausweisdaten hochladen möchten, beziehungsweise auch hier gleich eine neue Art der Legitimation und Identifikation durchführen möchten. Thema EID mal so als Beispiel genannt. Dann eine Frage eben bei der GmbH, also eine GmbH, die besteht, die hat halt Kennzahlen. Was ist denn mit einer GmbH in Gründung? Kann ich die auch über die Online-Strecke jagen?
Ja, auch das geht. Hier gibt es einen extra Schieberegler, den ich dann eben auswählen kann, weil er jetzt eine GmbH-Gründung zum Beispiel ja noch keine Registernummer hat, dass ich diese dann trotzdem abwickeln kann. Hier kommt dann ganz am Schluss das Zusatzformular mit raus, sodass auch diese Rechtsform über die digitale Antragsstrecke umgesetzt werden kann. Bevor wir vielleicht zum Ausblick und damit zum Schluss kommen mit Blick auf die Uhr, gehe ich noch mal ganz kurz durch noch. Wir haben noch so ein paar einzelne Fragen, die wir vielleicht kurz durchgehen können. Kontoeröffnung für eine gemeinnützige Stiftung, kann man dazu was sagen oder wäre das ein Fall, wo man eher mal den individuellen Kontakt mit euch suchen sollte? Ja, können wir gerne kurz drüber sprechen. Also erster Punkt, ja, gerne individuell darauf eingehen. Zweiter Stichpunkt, was ich dazu sagen möchte, ist, auch da wollen wir die Formulare straffen und sind gerade dabei, dass es auch ähnlich der GmbH nur noch ein Formular ist, sodass auch hier hoffentlich die Eröffnung nahezu selbsterklärend wird. Und bis wann ist dieser verheißungsvolle Zustand geschaffen? Im Laufe des Jahres 2024. Immerhin, da können wir uns drüber freuen. Ich hoffe im ersten Halbjahr, aber ich möchte da noch verhalten optimistisch sein, weil doch die Abstimmungsrunden relativ groß sind. Genau, gut. Dann die Erläuterung Prozedere, Nutzung, Portal, denke ich, haben wir ja auch schon was gesagt. Sie müssen bei uns registriert sind, Sie müssen einen Zugang haben und freigeschaltet sein für das Tool und dann können Sie dann die systematischen Schritte machen. Wir schicken Ihnen die Webinaraufzeichnung vielleicht mit, wo wir das Online-Onboarding ganz ausführlich durch unsere Kollegin haben vorstellen lassen. Da können Sie sich das gerne nochmal in Ruhe Schritt für Schritt ansehen. Dann haben wir bei der Definition der wirtschaftlich Berechtigten die Nachfrage, wie sieht das aus mit Gruppen und welche Unterlagen werden von Vorständen einer AG benötigt? Müssen alle Vorstände einer AG erfasst werden? Das ist das eine. Und die andere Frage war bei Stiftungen, müssen denn alle, die in Stiftungsvorstand sind, auch unterschreiben? Es kommt drauf an. Also muss man im Einzelfall wirklich auch genau prüfen. Grundsätzlich reicht es, wenn es aus der Satzung oder wenn es die Möglichkeiten eben gibt, dass jetzt bei einer Stiftung, beim Stiftungsvorstand zwei Vorstände unterschreiben, dann reicht das entsprechend aus. Wenn diese Regelung nicht da ist, muss man sich anhand der Regelung in der Stiftungssatzung in der Regel halt orientieren. Dann müssen wirtschaftlich Berechtigte in der volldigitalen Strecke auch per Video identifiziert werden oder genügt da Name und die Angaben von dem Ausweisdokument? Es kommt darauf an. Neben der Funktion wirtschaftlich Berechtigter gibt es ja auch die Möglichkeit, dass diese Person ja auch vertretungsberechtigt sein möchte, dann muss sie in irgendeiner Art und Weise legitimiert werden. Als rein wirtschaftlich Berechtigter ist es nicht zwingend erforderlich. Die Daten müssen erhoben werden und die müssen geprüft werden. Das heißt, auch da sind Sie als Vermögensverwalter in der Pflicht. Es wird sich in der Regel anbieten, dass er in irgendeiner Art und Weise legitimiert ist. Also sprich, dass man nochmal eine Kopie einreicht vom Ausweis, den man dann als Vermögensverwalter gesagt legitimiert wie gesehen. Dann haben wir die Frage, gibt es eine Übersicht, ob ein Unternehmen ein aktives oder ein passives NFE ist? Beziehungsweise jetzt ist der alte Lateiner gefragt, 333 bei Isoskalerei, gibt es eine Eselbrücke dazu, wie man das herausfinden kann? Denke ich, kann man sich eine Eselsbrücke bauen, eine aktive NFE, also was ist eine aktive NFE, die einen überwiegend, also das heißt größer 50% ihrer Einkünfte aus einem aktiven Geschäft bezieht, also aus realwirtschaftlichen Einkommen, bedeutet jetzt zum Beispiel der Schraubenhersteller, der seine Einkünfte mit dem Verkauf von Schrauben erzielt, ist ein aktiver NFE. Wohingegen ein passiver NFE ein Unternehmen nach der Definition ist, das kein aktiver NFE ist, das ist jetzt ein bisschen gesetzesmäßig, aber jetzt zum Beispiel Einkünfte aus passivem Einkommen wie Dividenden, Zinsen oder Mieteinkünfte, das wird in der Regel ein passives NFE sein, so im ganz Groben. Im Genauen kann man das aber auch, muss jetzt leider auch aufs Gesetz verweisen, im Paragraph 19 des Finanzkonteninformationsgesetzes nachlesen.
Das hört sich total spannend an und für eine Abendbeschäftigung kurz vorm Einschlafen. Die nächste Frage ist, wenn sich jetzt bei einer Firma, einer Stiftung etwas verändert bei einem bestehenden Depot, muss ich dann auch immer wieder das Transparenzregister ziehen und es einreichen? Also ziehen ja, einreichen nein, weil Sie als Vermögensverwalter ja auch sich Kenntnis davon schaffen müssen, ob der wirtschaftlich Berechtigte ja auch diese Person ist. Und das Transparenzregister soll ja eigentlich Ihnen auch in der Theorie das Ganze auch erleichtern und Ihnen eigentlich da eine Unterstützung bieten. Also ja, müssen Sie sich Kenntnis verschaffen. Mhm. Wunderbar. Dann die Frage, wie erfolgt die Bewertung der finanziellen Substanz einer Kapitalgesellschaft? Gute Frage. Betrifft uns jetzt im Rahmen der Kontoeröffnung bisher eigentlich gar nicht. Auch nicht im Sinne von Anacredit? Nein, Gott sei Dank nicht. Gut. Also okay. Die Frage muss jetzt bei uns in dem Zusammenhang nicht bewertet werden. Gut. Ich glaube, wir haben ganz viele Fragen beantwortet und vielleicht schon kurz bevor du dann zum Schluss mit dem Fazit auch einen Ausblick geben kannst, Sebastian, nochmal der Hinweis. Also wir haben dieses Webinar aufgezeichnet. Wir werden Ihnen alle die Präsentation schicken. Wir werden Ihnen die Checklisten schicken, von denen der Herr Eberle sprach. Wir werden auch Ihnen einen Hinweis schicken auf das letzte Webinar, wo das Online-Onboarding genau vorgestellt wurde. Aber das Schönste neben all diesen Unterlagen ist das Gespräch. Also bitte kommen Sie auf den Sebastian Eberle zu. Er zeigt auch noch gleich seine Kontaktdaten. Gehen Sie auf Ihren Key-Account-Betreuer, Key-Account-Manager zu. Machen Sie einen Termin. Lassen Sie sich das Online-Onboarding vorstellen. Das ist sozusagen das Kennenlernen des Weges. Und wenn es, wie gesagt, eine Frage gibt, bevor Sie etwas einreichen, wo Sie nicht ganz sicher sind, wie gesagt, ich glaube, das Telefon bei dir ist geschaltet, die Tür ist offen und auch zur Not würde auch eine E-Mail funktionieren. Genau, also viele Wege führen nach Rom, beziehungsweise gerne auch zu mir. Ja, neben dem, was wir schon alle gesagt haben, was demnächst kommen wird, ja, die digitale Unterschrift ist momentan bei Kapitalgesellschaften noch nicht möglich. Auch das wird im Rahmen der Anbindung der externen Auskunftei mitkommen, sodass wir da Ihnen zumindest die Möglichkeit bieten, auch das komplett digital einzureichen. Genau, darüber hinaus, wie gesagt, wollen wir auch die weiteren Rechtsformen dann in die Onboarding-Strecke bringen, um Ihnen da eben auch deutliche Hilfestellungen auch an die Hand zu geben. Wenn Sie aber Fragen haben, ja, Markus? Ich wollte jetzt fragen, wir haben ja eben zwei Top-Favoriten genannt bekommen. Wie sieht es da zeitlich aus? Wann gehen Stiftungen, wann kommen andere Gesellschaften? Also zum einen, wie gesagt, den Antrag, der hat jetzt für uns die Priorität, dass wir den zuerst hinbringen. Das wird wahrscheinlich im ersten Halbjahr noch passieren. Und Ende 24, Anfang, Mitte 25 wollen wir dann auch soweit sein, dass diese komplexen Rechtsformen dann auch über die Antragsstrecke abzuwickeln sind. Wichtig, wir wollen ja hier eine entsprechende Qualität liefern. Und schließlich soll es erleichtern und nicht noch zu mehr Verwirrung stiften. Richtig. Genau, wenn Sie aber Fragen haben und das jetzt auch als letztes, kommen Sie gerne auf mich oder auf meine Kollegin zu. Das ist die Michaela Schwarz. Manche werden Sie schon kennen, manche sollten mich vielleicht auch schon kennen, wenn nicht. Unsere Telefonnummern, aber auch unsere E-Mail-Adressen sind hier genannt. Wir freuen uns darauf, wenn Sie uns direkt kontaktieren oder aber auch über Ihren Ansprechpartner bei uns im Haus. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam wachsen. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam auch gerade diese komplexen Firmen und Stiftungen eröffnen und da Ihr erster Ansprechpartner in diesem Bereich auch sein. Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Das hätte man nicht besser sagen können. Deswegen sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Sebastian, für deine Zeit, für deine Vorbereitung. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie da waren, für die vielen tollen Fragen, die mir das Leben erheblich erleichtert haben. Und dann kommen Sie heute noch gut durch den Tag, der hoffentlich nicht mehr zu lange dauern wird, dass Sie dann auch den Abend genießen können. In dem Sinne, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie uns gewogen und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Danke, Wiederschauen.